Was haben das Coronavirus und Hintertüren zu verschlüsselter Kommunikation gemeinsam? Manche wollen es nicht wahrhaben, aber sie gefährden uns alle. Und damit sind wir eigentlich schon mittendrin in zwei netzpolitischen Debatten, die das Jahr 2020 geprägt haben. Ich freue mich sehr, dass unser Gründer Markus Becketal jetzt einen Überblick gibt über die wichtigsten netzpolitischen Themen des Jahres. Corona in der Nutshell. Warn-Apps, Polizeilisten, Desinformation und analoges Bildungssystem. Die netzpolitischen Auswirkungen der Corona-Pandemie waren selbstverständlich ein großes Thema bei uns. Wir haben die Entwicklung der Corona-Warn-App und die Debatte darum die ganze Zeit eng verfolgt. Auch wenn wir irgendwann müde davon wurden, wenn alte weiße Männer mit viel Meinung, aber wenig technischer Ahnung in Talkshows über den vermeintlich störenden Datenschutz schimpfen. Wir haben aber auch Verbesserungsvorschläge gemacht, wie das System besser werden kann. Im Sommer gab es eine sehr umfangreiche FAQ zu dem Thema. Das Anlegen von Listen wurde zum Besuchen von Restaurants und Bars zu einem Volkssport. Polizeibehörden fanden das als Ermittlungsinstrument spannend, wir nicht. Mit den ersten Ausgangsbeschränkungen im Frühjahr wurde auch Licht auf die verschleppte Digitalisierung des Bildungssystems geworfen. Viele Eltern und Schülerinnen sind immer noch traumatisiert von den Erfahrungen und freuen sich schon auf die kommenden Wochen Homeschooling. Es gibt aber Hoffnung. Wir haben viele engagierte zivilgesellschaftliche Initiativen vorgestellt, die datenschutzfreundliche Videoplattformen auf Basis von freier Software betreiben. Und die funktionieren auch. Viele Versprechungen wurden von der Politik gemacht. Und vielleicht gibt es zum Ende dieser Pandemie etwas mehr Digitalisierung an unseren Schulen. Vielleicht auch erst nach der nächsten Pandemie. Wir werden alle zwangsverchippt. Was letztes Jahr noch fast lustig war, wurde dieses Jahr tierischer Ernst. Zumindest in Teilen der Gesellschaft und befeuert durch die Mechanismen der Plattformen wie YouTube, Telegram und Facebook. Wir haben sehr viel zum Thema Verschwörungsmythen erklärt und recherchiert. Wir wissen immer noch nicht, wie viel Geld bei einigen Verschwörungsunternehmern landen, haben aber das System verstanden und nehmen uns für die nächste Pandemie vor, damit da auch mal richtig reich zu werden. Fast schon ein Klassiker war, was tun, wenn deine Eltern an Verschwörungsmythen glauben? Noch viel mehr Überwachung wagen. Wir hatten ja schon Ende des letzten Jahres befürchtet, die Realität wurde aber noch schlimmer als gedacht. Auch die aktuelle Große Koalition nutzt die Ziellinie dieser Legislaturperiode, um möglichst viele Überwachungsgesetze auf den Weg zu bringen und frühere Rekordergebnisse noch zu toppen. Das BND-Gesetz wurde für in Teilen verfassungswidrig erklärt und es kommt sofort wieder mit nicht weniger Überwachung. Staatstrojaner gibt es bald für jede Behörde. Dafür aber auch Razzien bei Staatstrojaner-Anbietern. Das ist wenigstens eine erfreuliche Entwicklung. Verschlüsselte Kommunikation soll Hintertüren bekommen, so zumindest der Wunsch unseres Innenministeriums, das diese Idee auch im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft weiterverfolgt hat. Die Vorratsdatenspeicherung bleibt ein netzpolitischer Zombie, der ständig wieder auftaucht, auch wenn sie ständig zum Glück für illegal erklärt wird. Selbst das IT-Sicherheitsgesetz bringt mehr Überwachung, wenn es denn irgendwann mal reformiert wird. Überhaupt sollen unsere Behörden auch viel mehr hacken dürfen, was als Hackback diskutiert wird. Es gibt neue Polizeigesetze mit mehr Überwachung, aber wenigstens Berlin zeigt, wie man es besser macht. Weniger Überwachung gibt es bei der Frage, wie geschützte Meldeadressen aus Polizeidatenbanken an Nazis gelangen konnten. Wir haben diese Debatte eng verfolgt und sprachen unter anderem mit der Kabarettistin Idil Beider in unserem Podcast über Bedrohungen, Hass und Rassismus in Polizei und Gesellschaft. Aber auch private Akteure bauen Überwachungsmöglichkeiten massiv aus, müssen aber manchmal auch nach unseren Recherchen die Europäische Union schnell verlassen, wie es das ehemalige polnische Gesichtserkennungsunternehmen PIMEIS gemacht hat. Es fehlt aber leider immer noch ein Verbot von automatisierter Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Dafür werden wir kämpfen. Julian Assange sitzt immer noch im Gefängnis und wartet auf seine mögliche Auslieferung an die USA. Was ihm vorgeworfen wird, könnte uns für andere Taten auch vorgeworfen werden. Was ihm vorgeworfen wird, ist falsch. Er sollte wieder freikommen. Augen auf der europäischen Ebene. In diesem Jahr lief sich die EU-Kommission warm und die europäische Ebene zeigte, dass dort die wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Wir haben sehr eng die fast nicht vorhandene Debatte um die Verordnung gegen Terrorpropaganda verfolgt, mit der schnelle Reaktionszeiten für Webseitenbesitzerinnen und Uploadfilter zu erwarten waren. Bei einer so vagen Terrordefinition, dass auch legitimer Protest darunter fallen kann.
Das Ergebnis ist auch dank unserer Berichterstattung nicht ganz so schlecht wie erwartet. Das ist wenigstens etwas Licht im Dunkeln in diesem Jahr. Max Schrems hat auch das Privacy Shield abgeschossen. Dafür hat die Werbeindustrie durch ihr Lobbying besseren Schutz von Verbraucherinnen gegen intransparentes Tracking im Netz im Rahmen der E-Privacy-Verordnung verhindert. Diese E-Privacy-Verordnung kann man mittlerweile auch als BER der Netzpolitik bezeichnen. Mitte Dezember erschien dann endlich mal der Gesetzentwurf für das digitale Dienstepaket, das wir schon im Sommer als Plattformgrundgesetz ankündigten und die bisherige Debatte abbildeten. Das wird die zentrale netzpolitische Debatte der kommenden 2 bis 3 Jahre sein, wenn nicht sogar in diesem Jahrzehnt. Wir werden auch den weiteren Verlauf des Gesetzesprozesses sehr ausführlich verfolgen, auch wenn wir dafür oft und häufig nach Brüssel oder Straßburg fahren müssen. Plattformen gewinnen an Macht. Und da wären wir auch schon beim nächsten Themenblock. Die großen Plattformen sind mit ihren Infrastrukturen in diesem Jahr noch mächtiger und größer geworden. Und viele negative Effekte der Digitalisierung haben mit den Mechanismen von Facebook, YouTube, Telegram und Co. zu tun. Wir haben belegt, dass TikTok durch Shadowbanning LGBTQ-Themen und politische Hashtags zensiert und dass die Plattform ihre eigenen Altersbeschränkungen nicht durchsetzt. Amazon wiederum empfiehlt penetrant den Kauf von Verschwörungsliteratur durch seine algorithmischen Entscheidungssysteme. Twitter, Facebook und YouTube und Co. taten sich im US-Wahlkampf schwer, mit den Lügen und Betrügereien von Donald Trump umzugehen. Wir haben genau verfolgt, wie Desinformation funktioniert und welche Strategien genutzt werden, sowie welche Maßnahmen die Plattformen dagegen treffen. Es gibt neue Kartellverfahren, die auch längst überfällig sind. Dass das Thema Desinformation in der realen Welt Auswirkungen hat, zeigte Anfang des Jahres das Attentat in Hanau, das befeuert wurde, auch aus dem Netz. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat das Problem des Hass im Netzes bisher noch nicht zufriedenstellend gelöst. Ein Update sollte natürlich mehr Überwachungsmaßnahmen mit sich bringen, wurde aber vom Bundespräsidenten gestoppt. Von Urheberrechten, Netzsperren und Medienstaatsverträgen. In Deutschland trat etwas unbemerkt der Medienstaatsvertrag der Bundesländer in Kraft, der zu neuen Regeln bei der Inhaltregulierung führt. Was die konkreten Auswirkungen sind und wie dieser Medienstaatsvertrag interpretiert wird, wird sich noch zeigen müssen. Einige Medienanstalten knöpfen sich jetzt Pornoplattformen wegen mangelndem Jugendschutz vor und holen als mögliche Regulierungsmaßnahme die alten Netzsperren aus der Mottenkiste. Es gibt aber auch Alternativen dazu. Die Urheberrechtsreform soll an nationales Recht angepasst werden. Und selbstverständlich reden wir auch wieder über Uploadfilter, mit denen letztes Jahr niemand mehr etwas zu tun haben wollte. Dazu stehen derzeit sogar die klitzekleinen Ausnahmeregelungen für Mime und andere Alltagspraktiken vor dem Aus. Es läuft also genauso, wie wir und viele andere das im letzten Jahr pessimistisch vorausgesehen haben. Die Musikindustrie geht dafür mittlerweile auch wegen potenzieller Urheberrechtsverletzungen gegen freie Software vor. Aber auch Regierungen nutzen das Urheberrecht, um missliebige Berichterstattung auch in Deutschland löschen zu lassen, wie unsere Recherchen gezeigt haben. Der Breitbandausbau läuft weiterhin schleppend voran und die Bundesregierung hat ihr versprochenes Ziel für ein Recht auf Breitband im Jahre 2025 bereits aufgegeben. Dafür gibt es gleich mehrere Datenstrategien und mit der Registermodernisierung kommen wir den gläsernen Bürgerinnen auch etwas näher. Google betreibt weiter munter politisch-mediale Landschaftspflege, was wir in mehreren Artikeln im Rahmen unserer Recherchen zu Medienmäzen Google thematisiert haben. Wir haben dank Hartnäckigkeit und Informationsfreiheitsrechten Drehtürwechsel zwischen EU-Kommission und Lobbying aufgedeckt. Freifunk wird endlich gemeinnützig, gemeinwohlorientierter Journalismus leider noch nicht. Und generell fehlt weiterhin Rechtssicherheit für zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich im Sinne der Demokratie engagieren. Was fehlt? Wir haben mit Riso über seine mediale Rolle gesprochen. Wir fanden Guerilla-Marketing für einen Drogenshop. Wir haben über K-Pop-Stans berichtet, die US-Proteste im Netz aufgemischt haben. Und dieses Jahr war auch ganz besonders, weil wir noch nie so viele Drohungen erhalten haben, mit Anwälten gegen unsere kritische Berichterstattung vorzugehen. In Einzelfällen wurde das auch gemacht. Dank unserer engagierten Medienrechtsanwälte rund um Thorsten Feldmann haben wir das auch immer zurückschlagen können. Daher vielen Dank an sein Team.